Weil wir hatten doch hier unten. Wir hatten doch hier unten auch noch ein paar Sachen, die wir irgendwie noch. Irgendwie Sachen reinpacken konnten und sowas. Ich weiß halt einfach nicht, ob das was bringt. Aber wir können es ja kurz einmal testen. Safety first. Ich hoffe, jetzt spawnen nicht noch mehr von diesen Viechern. Das passt schon mal nicht. Das auch nicht. Ja, Mensch. Lucky me. Also, mir jetzt komplett für nichts und wieder nicht zurückgegangen. Okay. Aber hey, wir haben es zumindest ausprobiert. Demnach sind wir nichts schuldig geblieben. Aber, wie schon gedacht, wahrscheinlich da in der Area bleiben sollten. That's at least something. So, hier müssen wir weiter. So. Ich glaube, ich kletter hier nochmal die Leiter hoch und schau mal da nochmal. Könnte es eventuell was geben. Eventuell. Just maybe. Oder sind hier oben jetzt auch ein paar Viecher? Hier muss irgendein Viech... Ah, da hinten ist doch ein Viech. Wait a second. Kann ich dich hier irgendwie infizieren? Ich möchte dich infizieren. Das schon mal nicht, das auch nicht, okay. Irgendwas müssen wir hier wahrscheinlich freischalten. Ich gehe davon aus... Wir müssen das irgendwie aufbekommen. Und dann müssen wir das Teil herlocken. Die Frage ist bloß, wie wir das aufbekommen. Oder kriege ich das mit meiner Energie irgendwie hin? Hm. So scheinbar auch nicht. Und hierdurch kann ich halt auch nicht. Okay. Also, unsere Aufgabe ist es höchstwahrscheinlich da, das aufzumachen. Dann ist wahrscheinlich wieder so ein Lava-Behälter, Beutel, was auch immer. Und dadurch können wir das Viech dann infizieren. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Hier haben wir ja schon... Weil die können nicht klettern, ne? Da haben wir ja schon ein bisschen was. Damit würde ich... Die bleiben halt immer an der Position stehen, ne? Da oben war, glaube ich, nichts mehr Tolles. Wobei ich ja hier noch weiter kann. Kann ich hier irgendwie rüber? Moment, guck mal. Ah. Ich glaube, hier kann ich dann tatsächlich weiter, wenn ich das andere... Oder warte mal, wo führt das hin? Wenn ich das andere irgendwie aktivieren kann. So, warte mal, wir gucken nochmal. Da geht das ja hin. Dann da, okay, da oben wahrscheinlich nicht. Hier hinten ist vielleicht dann nur noch mal eins. Aber dann muss ich hier lang. So, das muss ich schon mal nicht da machen. Das auch nicht. Ich brauche irgendwas hier zum Reinstecken. Scheint aber irgendwas sternförmiges zu sein. Dementsprechend sieht wichtig aus und könnte nützlich sein. Ja, supi. Und das andere ist nur ein Edelstein, ne? Edelstein, okay, vibriert. Wir müssen noch irgendwas sternförmiges finden. Oder? Warte mal, Gegenstand. Ist da irgendwie Tatsachen? Ja. Wobei mir jetzt ehrlich gesagt eher so ausschaut, als ob ich das abnehmen müsste, ne? Aber ne, wir müssen scheinbar noch irgendwas finden. Something, something. Was willst du? Warum kommst du jetzt hinter mir her? Raub, Boss und generell alles. Hm. So, und da oben. Da habe ich ja keinen Infizierten. Warum ist es so blau geworden? So, wow, ist einfach nur dunkel geworden, never mind.
Moment, was ist da denn? Oh Gott. Was ist hier denn? Hier muss ich wahrscheinlich was reinstecken, oder? Oh Gott. Ich sage, das ist immer... Wow. Hier ist es immer schwierig, irgendeine Tür auszumachen. Oh Gott. Oh Gott. Huh! Lass dir Zeit. Alles cool. Alles cool, cool. Tja. I think you're dead. I think you're dead. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich hoffe, irgendwas, was uns weiterhilft. Okay, da können wir schon mal nach oben. Wobei, hier, das geht nämlich in die Richtung, wo der eine da ist, wo wir den nicht infizieren konnten. Das heißt, ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich irgendwas aufmachen können. Ich habe es im Gefühl, Freunde. Was ist das denn? Okay, nur Deko. Das Thema ist, sind einfach viele, viele Sachen, die letztendlich einfach nur Deko sind. Einfach nur Deko. Ah, gucke, da. Siehst du? Dafür muss ich aber das Teil hier unten aufmachen. Du musst hier reinlegen. Dann brauche ich noch drei weitere. Und dann geht das auf und dann kann ich den infizieren. Seht ihr das? Ist da Bescheid. Habe ich also schon mit meiner Theorie richtig gelegen. Und hier haben wir... Ah, sternförmig. Da haben wir doch auch noch eine Tür, wo das reinpasst, oder? Ah. Na, wenn man einmal einen Lauf hat, hat man einen Lauf. Ich sage doch nicht. Oh, rein. Hallo, Mensch, ich war da gerade am Nachladen. Los. Oh, one shot. Never mind. Vor allem, warum entlädt er erst den kompletten Scheiß, um dann die fehlenden Patronen nachzuladen? So, da ist zu. Und da komme ich wieder in den Hauptraum rein. Was haben wir hier noch Schönes? Moment, hier wurde ich wieder entleert. Das ist hier so ein Power-Drain-Gedöns. Hier haben wir nochmal so eine Kugel. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal anders herkommen. Wo führt das hier hin? Ah, okay. Ich denke mal, dass da wahrscheinlich die Tür geöffnet wird, die wir mit dem Kristall, mit diesem sternförmigen Kristall dann quasi aktivieren. Oder öffnen. Damit wir hier nicht unsere Power gedrained bekommen. Also leer gezogen. Ja, ähnlich wie es Amanda gemacht hat. Einmal die Power leer ziehen. Und hier kann ich, glaube ich, keine Brücke machen, oder? Wobei doch, früher oder später vielleicht doch. Never mind. So, ich brauche jetzt mal wieder Energie. Ja, schön, wenn sich eins bis andere fügt. Erst einmal schön. So, dann wollte ich da jetzt hoch und die Tür einmal aufmachen. Let's go. Oh, nicht hier, sondern... Nee, ach Gott, das war auf der anderen Seite, ne? Nee, stimmt, das war unten. Das war unten, hier lang. Ich dachte gerade, jetzt kommt eine Cutscene, ne? Ich dachte gerade echt, jetzt kommt eine Cutscene, aber nein, Gott sei Dank nicht. So, Alohomora. Düm, düm, düm. Okay, da hinten müssen wir schon wieder einen töten. Das heißt, wir nehmen uns möglichst einen schnellen mit. Wow, habe ich jetzt den allerschnellsten, wa? Naja, warum nicht? Aber über dem anderen Teil ist halt keiner drüber gewesen. Das ist ein bisschen doof. Oh. Komm, Marine, jung. Marine. Wir werden alle nicht jünger. So, ich muss den da hinten töten. Das heißt, wir haben noch Zeit für einen Kaffee. Na komm. Na komm, gibt Leckerli. Ja? Alle sagen, Haustiere sind toll, deswegen wollte ich mir auch mal eins anschaffen. Ich nenne es Uglyrella. Ja, eine Kombination aus Ugly und Cinderella.
So, komm ran da jetzt. Naja. Kommt ja nicht immer aufs Äußere drauf an. So, jetzt muss ich schön lange warten, damit das auch schön nah dran ist. Nicht, dass es nachher nicht zählt und dass wir nochmal den Weg gehen müssen, ja. Oh, komm ran. Das reicht. Not further. So, sehr schön. Das ist mit Energie versorgt. Schwitz. So, sehr schön. Sehr schön. Jetzt brauchen wir immer noch so eine Kugel. Das heißt, ich muss glaube ich doch nochmal hier durch. Gehen wir davon aus, dass wir hier wahrscheinlich noch eine finden werden. Oder haben wir schon? Ne, wir haben noch eine nur. Da ging es zu den Kugeln. Hier haben wir gar nichts, okay. Hier war die Brücke. Bin ich aufgekommen. Jetzt werde ich wieder gedrained, Azuki. Ah ne, ah, hier waren wir doch. Ah! I could auch. Okay, never mind. Never mind, guys, never mind. Bin mir gar nicht so ganz sicher, ob wir da vielleicht nicht doch schon drüber können. Weil irgendwo müssen wir jetzt noch eine Kugel herbekommen. Hier oben kann ich sie nur einsetzen. Und ich gehe nicht davon aus. Was ist das eigentlich für ein Teil? Nothing of interest. Ich gehe nicht davon aus, dass hier oben noch irgendwo eine rumrollt. Ha. Ja, was gehört? Kommt jetzt nochmal so ein Viech? Kann möglich sein, ne? Wo finden wir jetzt noch so eine Kugel? Also ich glaube, ich brauche definitiv erstmal nochmal wieder Energie. Ich brauche Energie und dann kann ich eventuell nochmal versuchen, die Brücke da zu machen. Sieht alles sehr, sehr komisch aus. Hört sich auch vor allem alles super komisch an. Also nicht im Sinne von hahaha, sondern im Sinne von kenne ich nicht. Das ist doch hundertprozentig wieder so eine Brücke. Da unten liegen doch schon die Teile. Frage ist, wo, in welche Richtung muss ich da meine Fähigkeiten anwenden? Wir gehen jetzt mal kurz wieder aufladen. Da. Ja, sehr spektakulär. Richtig cool. Aber es lädt auch gleich wieder auf, hoffentlich. I really do hope so. Ich glaube, wir gucken nochmal. Müsste ja ein rein theoretisch hier irgendwas sein. Oder führen hier die Teile hin? Nee, ne? Wir brauchen wieder so eine Art rautenförmigen Diamanten, den wir damit anpeilen könnten. Aber ich sehe jetzt hier gerade keinen. Es sei denn, der kommt halt wirklich erst, wenn wir das fertig haben. Aber wo finden wir dann die andere Kugel? Ist wahrscheinlich wieder irgendwo eine Tür, die ich wieder übersehen habe. Ich sehe schon kommen. Vor allem könnte ich jetzt ja da auch nochmal einen infizieren. Aber es würde ja nichts bringen. An der Stelle. Hier würde ich wieder nun leer gehen. Das bringt mir auch nichts. Irgendwas muss ich noch machen. Something, something. Ach, wobei ich kann jetzt. Oh, ich kann da oben jetzt ja weiter, ne? Ich habe ja. Oder? Ich meine schon. Ich habe das eine jetzt gemacht. Ich dachte, es wäre erst, wenn es komplett fertig ist. Aber ich glaube, es ist Step by Step. Das heißt, ich kann es mal eine Etage höher. Oh. Naja. So, und hier war wahrscheinlich irgendwo die Kugel.
Komm. Gib mir die Kugel. Wie lang sind die Gänge hier? Ich muss doch gleich wieder zurück. Ist ja bewusst, Freunde, oder? Aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich kommen wir jetzt gleich zu der Brücke und können es von der anderen Seite machen, oder? Das nehme ich schon mal mit. Könnte ich mir gut vorstellen. Da haben wir eine Kugel, aber wo sind wir jetzt hier? Naja. Let's fetz. So, wunderbar. Das haben wir, jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. Okay, hier müssen wir schon mal wieder einen Infizierten hinlocken. Ich habe noch Energie, ne? Ja, ich habe noch Energie. Okay. Ach, wow, okay. Ja, das ist übrigens, ist ja keine Rautenform, ja, aber das ist der Kristall, den ich meinte. Wow. Naja, okay. Ja, jetzt können wir natürlich dann die letzte Kugel einsetzen. Dann können wir das eine Viech infizieren und dann den letzten mit Power versorgen. Da noch steht, hast du die wirklich mitgenommen? Ich meine schon. Meine schon. Können wir gleich nochmal gucken. Ja, wir können gleich einfach nochmal gucken. So. Alohomora. Sehr schön. So. Raus mit der Super. Also ich muss ehrlich sagen, diese Rätsel finde ich schon ein bisschen schwieriger, einfach weil man teilweise Sachen nicht als das identifiziert, was sie halt sein sollen. Muss ich hier nach oben. Gucken wir gleich nochmal nach. We're going to take a good, good look. So, komm mal her, Freund. Der ist Gott sei Dank ein bisschen schnell unterwegs. That's sweet. Komm her. Komm. Gib Leckerli. Blei aus. Oh shit, ist leer. Wobei, ich kann ihn auch so platt machen. Komm mal her. Okay. Vergessen nachzuladen. The Fatsch. So, jetzt ist hier alles bepowert. Das heißt, weil ich kann jetzt nochmal hier durchgehen, ne? Haben wir jetzt ja die Abkürzung. In der Theorie. Oder? Warte mal, ist hier noch was? Ne, da bin ich bloß wieder leer. Okay, und da ist immer noch zu. Und Sabrina auch hier einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. So, warte mal. Ist jetzt hier irgendwas, was vorhin noch zu war? Da kann ich mich wieder aufpowern. Was ist das? Oh, hier ist noch, fehlt noch was, ne? Hier brauche ich noch ein bisschen, von da kam ich. Ich müsste hier noch ein Viech hinlocken. Dazu muss das hier auf. Ha. Wobei, kann ich nicht einen einfach mitschleppen? Ich meine, müsste ich machen, ne? Das müsste ich machen können. Dann machen wir es einfach so. Tja. Ich bin halt einfach awesome. Es tut mir leid, aber so ist es. So, komm mit. Okay, jetzt haben wir Gott sei Dank einen von den Schnellen. So. Könnte wieder ein bisschen dauern. Ja, just a little. Just a little. So, komm. Komm. So, wenn wir das jetzt hier gleich platt gemacht haben. Warte mal, wo muss ich das mal hinbringen? Hier, genau. Dann müsste man dann da weiter können. Es ist halt super. Also, was ist kompliziert, ja? So kompliziert ist es nicht. Weil vielleicht gibt es auch noch eine Möglichkeit, das hier einfach aufzumachen, ne? Oh. Nee, du musst hier hin. Komm her. Komm her. Ja, schön. Let's fetz. Reicht das jetzt schon? Ja, okay, ich dachte schon. Hui!
Achso, ist wieder was für die Story. Let's start here. Proceed here. And there. And even there. Die Dreifaltigkeiten wissen den Weg zum Licht und die Welten folgten. Es folgte eine Zeit der Expansion und jede aufkommende Singularität verstärkte die Transformation weiter. Lauvabraks Taten standen jedoch im Widerspruch zur Idee der Transformation. Lustgar erlebte einen Höhepunkt der Ekstase und wurde zu einer Oase der Stagnation, die über Äonen hinweg nicht zerstört worden war. Daher erließ die Transformation das Gesetz, dass eine Welt zum Sterben verurteilt sei, wenn in ihr extreme Überhand nehmen. Denn alle extremen Gedanken führen unweigerlich zu Stagnation und Leere zurück. Das war's? Hä? Ach so, nee. Ich kann es nicht mehr mitnehmen. Hä, das wird doch nicht alles sein. Ich kann es nicht mehr mitnehmen. Das bringt mir jetzt per se nichts. Da jetzt irgendwas. Hm. Ja, Mensch. Cool. Das ist immer noch zu. Kann doch nicht sein. Ich hab da bestimmt irgendwas übersehen, ja. Oh, das ist echt nur ein. Sehe ich hier gerade was? Ich gucke nochmal kurz in den Hauptraum. Vielleicht ist da ja nochmal irgendwas Krasses passiert. Durch das Bepowern. Oder hier vielleicht. Okay, das ist auch immer noch zu. Hm. Oh, guck mal. Die kuscheln ein bisschen. Was muss ich denn jetzt noch machen? Und ich habe vor allem auch nichts mehr, was ich noch kurz irgendwo hinpacken könnte. Ich geh nochmal kurz einmal hier hoch. Nur um zu schauen. Nur um zu schauen. Wobei, ach, hier geht's auch noch weiter. Oh, wow. Yeah. Dann haben wir jetzt die Tafel da einfach nur mal der Vollständigkeit halber gelesen. Und hier haben wir wahrscheinlich die Maske. I'm going back to the mansion. Amanda's gonna love this. Oh yeah, I hope so. Ich hoffe, es gibt jetzt noch ein bisschen Oinkidonki, weil das war echt schon ein bisschen doof, ja? Beschreite den Pfad der Ekstase, um das Licht zu sehen. Wer innehält, wird in den Abgrund blicken. Wer umkehrt, wird durch ihren Zorn gestraft. Hast du Bescheid? So. Bin mal echt gespannt, wie es ausgeht. Wahrscheinlich bringen wir jetzt irgendwie alle Masken zusammen und dann macht Amanda irgendwas richtig krass Evil-mäßiges und dann ist wahrscheinlich ein offenes Ende. Ja, für einen weiteren Teil der tollen Reihe. Oh boy. Oh boy. Bin gespannt. I'm curious. Fortsetzen. Wow, hä? Wenn die mich schon direkt nach dem Last Screen vor das Portal setzen, hätten sie mich auch einfach direkt durchbringen können, oder? Oder? Oder kommt jetzt irgendwas, was super wichtig ist? I got a new limerick. It goes, Victor, Victor, what a prick. Kein Vögeln für mich? Mir jetzt wahrscheinlich die Maske geklaut, ne? Damn, Shackleys. They took the mask.
What the fuck is going on here? That's a very good question. Warum ist hier so dunkel? Aber hey, zumindest haben die mir die Waffe gelassen. Ne? That's at least something. Aber jetzt alles ballern, was sich bewegt. Dominic. Brother. Come back. Oh, der Dominic hat sich scheinbar selbstständig gemacht. Okay. Ich wollte bloß checken, ob er auch wirklich tot ist. Aber ja, er ist tot. Ich glaube, ich sollte mal noch ein paar von den Pillchen nehmen, oder? Kapitel 15. Der Zorn der... Was ist da? Zorn der Königin? Okay, jetzt dreht sie richtig durch. Jetzt geht's ab, Freunde. Endboss. Endboss Battle. Ich sage euch. Noch wie gesagt. Reveal yourself. Wird die wohl sein? Mir alles gründlich absuchen. Vielleicht sitzt er auf dem Klo? Nö. Aha! Oh no. Ja gut. Eine weniger, die man bei der Zeremonie vernaschen kann. Wollen wir hier nochmal nach oben gucken? Wir gucken nochmal nach oben. Let's have a look. Oh, draußen ist aber richtig Unwetter, ne? Richtig am Sturm. Okay, hier kann ich nicht weiter. Na gut. Hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Einfach mal gar nicht. Ach nee. Nee, nee, nee. Was glaubt ihr? Gibt das noch einen Cliffhanger für den nächsten Teil? Oder glaubt ihr, nee, das wird sich gleich noch alles klären? Okay, komme ich nicht weiter. What do you think, guys? What do you think? Wo ist sie denn? Symbol of our faith, desecrated. Entweiht. Hentai-Action. Die heiligen Tentakel wurden zerrissen. Oh, jetzt dreht sie richtig durch. Hänger? Okay. Okay, damit kann ich nichts anfangen. Whoa, 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 well, well, well. Ich hab ein bisschen Gänsehaut. Möchte ich gar nicht mal verneinen. Was war das denn? Mowgli mit Schwanz? Huh! Man. Aber die haben ja auch von irgendeinem Viech geredet, das die angegriffen hat. Vor anderthalb Jahren, wo die liebe Amanda zu ihnen gestoßen ist. Sollte es das Viech sein? Und vor allem, wo muss ich hin? Hier war ich ja schon. Einfach nur raus? Ist sie draußen unterwegs? Bei der Kälte? Dürfte auch einen harten Nippelalarm geben. Okay, nee, draußen kann ich nicht hin. Hier vielleicht noch ein Geheimgang? Aber ich höre hier irgendwelche Stimmen. Oder? So ein Flüstern? Hm. Das ist wieder abgeschlossen. Muss ich jetzt doch wieder nach oben? Vor allem, wo sind die anderen? Ich habe jetzt ja nur... Muss ich hier vielleicht noch irgendwas machen? Ich habe jetzt ja nur ein Mädel in der Badewanne gesehen und den Dominic. Ansonsten aber niemanden. Keller, maybe. Du meinst hier das? Können wir mal machen, aber ich weiß es nicht. Stell dir vor, das wäre jetzt nun wirklich nur ein Rätsel für...
für diese zusätzlichen Ressourcen, also diese Heilzeug. Aber durchaus möglich. Ja, aber dann eher doch nicht so. Aha. Okay, da haben wir wieder nach oben. Hallo? Up, up we go. Welche von den Mädels war das? Ich weiß es nicht. Das war scheinbar einfach irgendeine No-Name. Tante. I don't know. Schaue dich an, Wesen. Ich glaube, ich muss nochmal nach oben. Vielleicht. I'm getting crazy. Okay, liegt immer noch da. Ah, das war da vorhin zu, oder? Ah, Theodore! Is it you? Normalerweise ist immer der Gärtner der Böse, aber vielleicht jetzt diesmal Theodore. Hey, you. What's going on here? They're all dead. That beast. Our altar is destroyed. Our members rose against the ideas of the land of ecstasy. This is rebellion, seeing one. But none of this makes sense. If they stopped believing in our cause, why didn't they just quit? Looks like it wasn't enough for them. Little faith, great destruction. What's this creature doing here? Lava Brark demanded respect. This is not the first time. And looking at how difficult it is for humanity to learn new rules, it's probably not the last either. Where's Amanda? I suppose she went to Zutra with the Ukro Ekna's mask you recovered. You exceeded our expectations, seeing one. But it was the Shackley brothers who took the mask. And now they're dead. Why did Amanda go there without me? It is intriguing, indeed. Yet, now comes the time when all the answers lose their sense as they rest in the shadow of the lustful god. I should go there and find her. I must return to Zuthra. Ah, finde einen Weg nach Zuthra. Das ist auch schönes.